Willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder an der Zeit, euch mal eine ganz andere Technik vorzustellen. Und zwar, wir haben ja vor ein paar Monaten euch schon mal von Tim dieses ferngesteuerte Auto vorgestellt mit dem Benzinmotor. Und das habt ihr ja so gefeiert, dass ich mir gedacht habe, da machen wir auf jeden Fall mal weiter. Und genau deswegen sind wir heute bei Robin. Hallo. Hallo Robin. Robin kommt auch aus Hannover. Wir kennen uns eigentlich schon lange, fahren Walder, Freitagabends bei Alus und so weiter. Nur der Gute hat mit seinem Vater zusammen ein ziemlich, ich sag jetzt mal, exzessives Hobby. Ja. So, man kann eigentlich schon gar nicht mehr Hobby dazu sagen, weil, René, wenn ihr einmal kurz durch den Raum schwenkst, glaube ich, ist das kein Hobby mehr. Das stimmt, ja. So, und zwar eigentlich baut ihr alles in Handarbeit, was fliegen kann. Kann man so sagen. Ja, wir sehen schon, ja. Heißt Hubschrauber, Flugzeuge, Drohnen. Ja, die drei Sachen. Das sind ja hier jetzt so mal so überschlagen, ich sag mal schon mal 20 Modelle, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen. Im Dreh schon, ja. Wie lange macht ihr das Ganze schon? Jetzt machen wir das Ganze schon, 12 Jahre. Seitdem du geboren bist? Nee, noch nicht. 12 Jahre knapp, ja. 12 Jahre, okay, aber dann müsst ihr ja doch jedes halbe Jahr so ein Ding fast bauen hier, ne? So, ne? Es ist mal so, mal so. Mal so, mal so, ne? Mal machen wir zwei im Jahr, mal gar keinen. Ich finde das auf jeden Fall extrem krass, weil ich feiere ja auch so Sachen, wenn Leute wirklich Tag und Nacht ein Hobby haben und wirklich Stunde für Stunde solche Sachen bauen, die man ja unterm Strich eigentlich mehr baut als benutzt, weil ich vermute mal, dass ihr auf jeden Fall mehr baut als fliegt. Kann man das so sagen, oder? Beim Bauen gehen ja schon gut so um die 1000 Stunden drauf bei so einem Modell, und fliegen ist halt in dem Sinne fast gar nichts, ja. 1000 Stunden? Ungefähr, ja. Okay. Ohne Lackierarbeiten und ohne alles. Also rein nur das Bauen. Und ich beschwere mich schon, wenn so viele Stunden in Limo reingehen. Und andere bauen hier 20 Stück davon. Nee, krass, okay. Um das Ganze noch mal einmal kurz schon mal auf die Spitze zu bringen. Du bist ja auch relativ erfolgreich damit, ne? Ja, genau. Das heißt, was kann man da nicht so bescheiden. Nicht so bescheiden, genau. Was kann man da so sagen? Ich habe in Amerika schon einmal einen ersten Platz gemacht und einen zweiten Platz. Bei dem einen großen Event, ja. Das heißt richtig international. Genau. War da nicht irgendwie so ein Weltmeistertitel oder so was im Raum? Ja, genau. Ja, wir müssen ja langsam alles aus der Nase ziehen. Aber das wird noch richtig gut, das verspreche ich euch schon mal. Okay, das heißt, wir fangen mal eigentlich, bevor es zur Technik geht, zu der Disziplin an. Worum geht es bei den Events? Erstens aufs Bauen kommt es drauf an. Mhm. Also wie detailgetreu das alles aufgebaut ist, sprich mit den Nieten, das Cockpit und alles. Mhm. Dann halt aufs Fliegen auch, wie präzise man fliegen kann, ja. Okay, das ist nicht, also nicht nur rein fliegen, sondern auch, was ihr da baut. Genau. Wie detailgetreu, ob das jetzt alles recht genau passt und sowas, ja. Und dann bei dem eigentlichen Fliegen, was muss ich mir darunter vorstellen? Fliegt man da Parcours auf Zeit, Geschwindigkeit, Show? Man bekommt so einen großen Ordner, da sind jetzt zum Beispiel Landeanflüge drin. Mhm. Dass man jetzt zum Beispiel dann im Schwebeflug ist, da muss man den Arm um eine Achse drehen, da musst du auf dem gleichen Punkt bleiben und sowas. Mhm. Wenn du jetzt wegwanderst, ist Punktabzug. Das heißt, das Ganze ist selbst bei diesen großen Modellen auch immer noch ein Showfliegen, so wie man, ich sag jetzt mal, aus dem Internet kennt, dass das Ding auf dem Kopf fliegt und so weiter? Oder bei den großen jetzt nicht, dass er bei den kleinen, wie sie da hinten stehen. Bei den kleinen, okay, verstehe. Mit so einem großen, also mit der gelben zum Beispiel da oben, da kann man auch mal Looping mitfliegen oder eine Rolle und sowas, ja. Aber mit so welchen hier eher nicht, das machen die Originalgetreuen ja auch nicht. Ja, weil das ist schon ganz schön groß am Ding, ne? Ja, das ist schon, hier kommt, muss man einmal hier so ankommen, dann sieht man mal, wie detailgetreu das Ganze ist. Wir können auch hier, wenn wir jetzt mal ins Cockpit hallo Prinzessin. Oh, sie guckt die andere nicht. Wenn du jetzt mal ins Cockpit reinleuchtest, da siehst du auch, dass wir da... Alter, hier mit Türscharnieren. Dass wir Displays drin haben, mit den ganzen Sachen dann. Und das wird alles... Sowas wird alles gewertet, genau. Und auch so handbemalt und so weiter, oder wie läuft das? Und aber so sowas wie jetzt hier so ein Feuerlöscher und so, das sowas gibt's fertig. Das gibt's aber, okay. Ja. Was ist dann noch alles an so einem Ding Handarbeit? Man muss halt hier zum Beispiel jetzt die Gitter einpassen, das ist vorher alles komplett dicht. Zum Beispiel bei so einem Teil hier, das muss man hier halt alles selber ausschneiden, beim Gitter einsetzen. Ah, okay, verstehe. Später. Also man kriegt quasi nur ein Body und alles weitere müsst ihr dann machen. Okay. Ah, hier war eins. Okay, ja, das ist natürlich mal. Für die Maschine. Das ist natürlich mal detailliert. Und das wird dann alles bewertet, dass es möglichst original, getreu, wie in so einem Hubschrauber normalerweise aussieht. Wie in so einem Mantragenden, genau. Wie seid ihr zu diesem Hobby gekommen? Boah.
Wie sind wir dazu gekommen? Ja, eigentlich bin ich durch meinen Vater dazu gekommen. Also schon immer Modellbauer gewesen. Papa hat es lange ruhen lassen. Dann haben wir irgendwann mal so einen alten Segler auf dem Schrank noch gefunden irgendwo. Mhm. Und dann habe ich eine alte Fernsteuerung dazu gehabt. Und dann habe ich gesagt, los, komm her. Wir gehen mal in den Feldmarkt. Papa zeigt dir mal was. Ja. Dann habe ich diesen Segler losgeschmissen, sag ich mal, und dann ging das Bidi-Di-Bums, ist das Ding runtergefallen. Dann habe ich gesagt, komm her, ich zeig dir nochmal was, und dann hat das nicht hingehauen. Und dann hat Robin einfach gesagt, kann ich das auch mal probieren? Und dann hat er mir gezeigt, wie das geht. Und dann ist das so ein bisschen auf Flugzeuge gewesen, weil mein Traum war schon, mal einen Hubschrauber zu fliegen. Mhm. Und nur, das ist wahnsinnig schwer, halt Hubschrauber fliegen, ne? Und ich habe diesen Knoten nicht gekriegt, dass ich das hingekriegt habe. Nach ewigen Jahren sage ich mal, ja, jetzt kann ich die Dinge auch so ein bisschen fliegen. Und Robin habe ich immer gesagt, sag ich, Robin, du fliegst nur Flugzeuge und du fliegst erst Hubschrauber, wenn ich das kann. Und dann habe ich mir überlegt, wenn er 120 ist, hat er wahrscheinlich keine Lust mehr dazu. Ja. Und dann bin ich immer in sein Zimmer reingekommen und dann hat er am Flugsimulator hat er immer heimlich diese Hubschrauber geflogen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Robin, wenn du Hubschrauber fliegen willst, dann fliegst du. Dann war er bei unserem Freund, den Peter, war eine Woche in Hammelburg und in den Ferien. Ne? Und dann hat er eine Woche Hubschrauber-Schule gekriegt, sag ich mal, und dann konnte er das. Also richtiger Familienbetrieb hier. Was fliegst du am liebsten? Also wenn wir jetzt Hubschrauber, Drohne, Flugzeug haben? Dann Hubschrauber. Hubschrauber auf jeden Fall. Ne? Wie kannst du dem Laien mal kurz erklären, was an dem Hubschrauberfliegen so viel schwieriger als Flugzeug ist zum Beispiel? Weil ich sag mal so, Flugzeugfliegen ist wahrscheinlich schon deutlich schwieriger als mit einem ferngesteuerten Autofahren, ne? So gesehen schon, ja. Man kann sich Hubschrauberfliegen so vorstellen, du nimmst einfach eine Glasplatte, legst eine Murmel drauf und die musst du in der Mitte halten, die ganze Zeit ganz ruhig. Mhm. So ist das eigentlich, um den im Schwebeflug gerade zu halten. Ah, okay. Das heißt, das ist jetzt hier nicht so wie bei einer neuen DJI-Drohne anmachen, dass die fliegt. Nee. Da hast du hier den Sender. Dann haben wir hier halt den Sender. Hier hast du die ganzen Schalter für Motor an, Motor aus. Dann hast du hier jeweils zwei Funktionen und hier zwei. Mhm. Und damit bist du die ganze Zeit im Gange. Der hier ist für hoch und runter bei mir. Und der ist immer eine Achse drehen. Mhm. Hiermit machst du am Rotorkopf, dass der halt nach vorne geht oder nach hinten. Mhm. Und hier links und rechts. Das halt jeweils so oder so. Okay, aber das heißt, der würde sich wirklich 0,0 selber stabilisieren und würde dann würde einfach irgendwo hingehen und dann wäre es weg. Die ganzen vier Achsen, sag ich mal, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, das rauf, das runter und das links und das rechts. Mhm. Diese ganzen Achsen, die ich eben gerade gesagt habe, die hast du am Steuerhebel kontinuierlich, musst du die immer alle steuern, weil der Hubschrauber immer irgendwie irgendwo durch das Drehen und der will immer irgendwo hin. Und dadurch, dass du die ganzen Situationen, die ganzen im Eingriff hast, sag ich mal, dann musst du immer komplett dabei sein. Dabei sein, ne? Ja. Also doppelt so schwierig wie Autofahren. Ja. Und steuern? Zeig mal, wie du steuerst. Das man ist ja auch nur. Normalerweise haben die auch, die Piloten machen das auch in echten Füßen auch, ne? Genau, das ist ja dann um die eigene Achse drehen. Das machen sie mit den Füßen. Aber die Steuerbewegungen sind meistens eigentlich echt nur in dem Bereich. Damit fliegt man den ganzen Hubschrauber. So. Krass. Wobei man da wahrscheinlich so die Empfindlichkeit kannst du wahrscheinlich mittlerweile alles so kalibrieren an so Ding, ne? Da kann man einstellen, weil jetzt zum Beispiel so einen Weg hat oder so. Aber fahren mit dem Auto mit 200 in eine Kurve, was hast du da für eine Lenkbewegung? Auch fast nichts. Ne? Fast nichts. Ne? Ja, aufs Fliegen, da freuen wir uns am meisten drauf. Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu. Das wird heute hier drin nicht bisschen, ganz so ein schwierig. Aber wir machen erstmal mit der Technik weiter. Okay, also du sagst, Hubschrauber findest du am coolsten. Das heißt, wir bleiben erstmal bei Thema Hubschrauber. Mhm. Wobei, nee, ich habe nämlich schon eine Geschichte erfahren. Dieses Teil hier oben, das wäre eigentlich genau unsere Baustelle so, ne? Weil das Ding fliegt wie schnell? So zwischen 300 und 380 km/h je nach Wind und allem. Also über 300 auf jeden Fall. Kann man sich gar nicht so vorstellen, ne? Niemals. Vor allem, wenn du unten stehst und das Ding mit 300 vorbeifliegt, ist das ja auch schon ganz schön schnell. Das ist schon ziemlich schnell, ja. Wie weit kannst du dann wegfliegen? Also du kannst ja auch nur so von links nach rechts fliegen, wenn immer, aber das muss ja irrsinnig schnell gehen eigentlich. Also wegfliegen rein, theoretisch wird es so weit gehen, bis du es nicht mehr siehst. Mhm. Also du kannst immer am besten ist im Sichtbereich bleiben. Mhm. Im Sichtbereich. Das heißt, wie weit hast du ungefähr Empfang mit dem Ding? Mit den aktuellen Antennen und so weiter? Boah, über keine Ahnung. Außer Sichtweite. Ah, okay, also geht doch schon so weit, dass genau. Du theoretisch so 2-3 Kilometer wegfliegen kannst? Noch weiter sogar. Ja. Echt? Ja. Okay, krass. Das ist natürlich mal... Wie hoch fliegt man dann so?
mit so einem Ding? Wir haben bei uns auf dem Modellflugplatz eine Beschränkung von 530 Meter oder so. Mhm. Also, aber so fliegt man gar nicht. Ja. Meistens 200, 300 Meter so. Schätze ich jetzt mal. Und kannst du diese 530 Meter auf der Fermium irgendwie sehen oder so? Ist das ja, ein, oder ist da so eine Telemetrie drin? Ah, das sieht man so. Genau. Kann das auch Geschwindigkeit oder sowas anzeigen? Ja. Da brauchen extra so Sensoren alles, damit das angezeigt wird. Das heißt, da kann man schon relativ viel mittlerweile aus diesen Fernbedienungen ablesen. Genau, wir können jetzt bei den Hubschraubern zum Beispiel auch die Rotordrehzahl ablesen, wie viel Kraftstoff wir ausgeflogen haben. Mhm. Dann halt die Flugzeit. Das können wir noch alles. Da wie ist halt das, die Tankinhalt? Bei so einem Hubschrauber zum Beispiel wieder unten, da haben wir um die 2,5, nee. Aber kann der, nee, ich meinte, ob die Fermium was anzeigen kann, wenn kein Sprit mehr drin ist? Geht sowas? Genau, das stellen wir vorher ein, wie viel er rausgeflogen hat mit der Fördermenge von der Pumpe und allem. Ah, okay. Also es ist jetzt aber nicht so, dass er irgendwie einen Sensor drin hat und sagt, Achtung, kein Sprit mehr drin. Du stellst das rein, du stellst die Menge ein, sag ich mal, und wenn du an das Mindestmaß rankommst, ne, dann fangen die Positionslampen an zu blinken. Mhm. Und dann warst du, jetzt musst du langsam runter. Mhm. Und, wie ist das, letzte Frage, rechtlich gesehen mit den Dingen? Ist das, dürfte ich damit jetzt los und fliegen? Oder ist das schon so groß und schwer, dass das schon richtig ein Fluggerät ist, wo man einen Schein für braucht? Oder? Du hast einmal die Karte, das ist die Versicherungskarte vom Deutschen Modellfliegerverband. Mhm. Die sieht dann so aus. Mhm. Oder die goldene, das heißt, er darf überall fliegen. Er ist von der Versicherungsklasse der höchste mit. Mhm. Dann musst du einen Test machen, sag ich mal, einen Flugtest musst du machen, damit du draußen stehen kannst und fliegen kannst. Und da hat er das auch so eine Karte, ich glaube, die holt er jetzt, glaube ich, gerade. Und wenn man so eine Karte nicht hat, ist das dann wie Fahren ohne Führerschein, oder? So ungefähr. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt so ein Ding bei Kleinanzeigen kaufen dürfte und zu euch auf den Flugplatz komme und losfliege? Theoretisch darfst du das Ding eigentlich fliegen. Mhm. Diesen Kenntnisnachweis. Kenntnisnachweis, das ist nun auch kein Hexenwerk, sag ich mal, ne, und so. Aber eigentlich, sag ich mal, ist es so, dass du eigentlich fliegen kannst. Mhm. Auch wenn man jetzt zum Beispiel so eine Drohne hat oder sowas, ist immer zu empfehlen, oder beziehungsweise schreiben sie jetzt auch schon vor, so einen Kenntnisnachweis zu haben. Mhm. Mhm. Den kann man für geringes Geld im Internet machen. Weil halt viele Leute unerfahren sind, sag ich mal, mit den Dingern losfliegen und viel Blödsinn mitmachen. Ja, klar. Ja. Mhm. Was ist das denn jetzt hier für so ein Maßstab? Ist das das Größte, was er bisher so gebaut hat? Das ist ja 1 zu 4. 1 zu 4. Krass. Was wiegt sowas am Ende, wenn das fertig ist? Die Maschine ist der Traum, dass wir unter 20 Kilo bleiben. Mhm. Ah, unter klingt jetzt gleich so, das heißt lieber leicht als schwer. Je leichter, desto besser. Das kenne ich irgendwo, ja. Das ist ja genau richtig hier. Wir dürfen bis 25 Kilo. Mhm. Was über 25 Kilo ist, musst du Genehmigung vom Luftfahrtamt bekommen. Ah, weil das ist dann schon richtig das Fluggerät. Ist ja, das ist schon dann. Okay. Mit Startgenehmigung holen. Aber 20 Kilo bei der Größe stelle ich mir auf jeden Fall nicht so einfach vor, ne? Weil ich überlege noch so aus diesen ferngesteuerten Autozeiten, wenn du so ein 1 zu 5 Auto hast oder so, das ist ja schon so ein halbes Go-Kart immer. Mhm. So. Ja gut, du musst. Das ist dann wirklich alles hauchdünn, ne? Ja. Das ist dann komplett alles hier so ein GFK-Body mit Holz, oder? Das ist die Akkus dafür. Ah, okay, das ist Elektro. Mhm. Die wird dann Elektro. Hast du schon Gewicht, ne? Mhm. Das sind natürlich Gewichte, sag ich, den Antrieb alles nur, da musst du kämpfen halt. Ja. Das sind schon die ersten 3 Kilo, ne? Ja, ging so 3 Kilo, ne? Da sind wir wieder beim Gewicht schätzen. Und wie lange hält so ein Akku dann oder so ein Akkupaket? Wie lange kann man dann damit fliegen? Das kommt halt immer auch je nach Flugstil drauf an. Ich schätze mal so zwischen 10 und 15 Minuten auf jeden Fall locker. Mhm. Okay, ich überlege, welchen wir jetzt angucken. Mich interessiert ehrlich gesagt am meisten der da unten, weil da so ein schönes 89er Rohr hinten rauskommt. Robin, dann erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Fluggerät hier. Genau, das ist eine Cobra. Wir haben da eine Turbine eingebaut. Also die ist wirklich mit Kerosin betrieben. Mhm, man riecht es. Wie so ein echter Passagierflieger auch, wo wir mit dem Urlaub fliegen. Dann haben wir hier so ein paar Highlights, sag ich mal, eingebaut. Mhm. Da haben wir hier an den Seiten zur Abschussvorrichtung. Die hier sind links und rechts jeweils. Da haben wir pro Seite 7 Schuss. Da können wir dann so von einer Signalpistole die 15 mm wegschießen. Ah, das heißt richtig von beim Fliegen kannst du dann noch mit der Fernbedienung. Genau. Die kann ich damit abfeuern. Ja. Dann haben wir hier vorne noch ein MG dran. Da kann man die 6 mm
Platzpatronen reinmachen. Das ist dann jetzt aber wirklich alles Eigenbau, das gibt es so nicht zu kaufen, ne? Das kann man so kaufen, aber nicht für das Modell so. Ah, okay. Das ist alles Eigenbau dran gebaut. Und das sind dann aber so die typischen Sachen, die bei den Wettbewerben gewertet werden, genau. Was andere halt nicht haben, ja. Was es dann so besonders macht. Genau, da hat man hier das Magazin, kann es rausnehmen und hier ist dann die ganze Munition immer so drin. Krass. Dann lädt man es neu auf, drückt das hier wieder rein. Alles für die Show quasi. Genau. Ja. Wie lange sitzt ihr an so einem Hubschrauber, bis der wirklich so steht, wie er hier steht? 57 Stunden kannst du machen. Kann sagen schon. Das heißt, ihr müsst ja dann theoretisch auch, damit sowas fertig werdet, eigentlich auch jeden Tag hier basteln, ne? Theoretisch ja. Wenn es die Zeit erlaubt, ja. Aber man hat doch immer Lust dazu. Ne? Ich find's cool. Ich feiere sowas komplett, wenn hier Tag und Nacht geschraubt wird. Aber man muss auch wirklich sagen, wenn man sich anguckt, wie detailliert das alles so ist. So alleine so die ganzen Schraubenköpfe und alles so, ne? Das ist halt schon wirklich. Genau, die kleinen schwarzen Punkte sieht man wahrscheinlich in der Kamera nicht so. Das sind wirklich alles kleine Schrauben, kleine Kreuzschrauben. Oder alleine auch so, wird wahrscheinlich ein Erbestein oder so, ne? Der ganze Lack? Genau. Das raufgebracht. Ist da selbst diese Tarnoptik dem Original nachempfunden? Genau. Sehen die alle gleich aus vom Tarn her? Also gibt es da einen Standard-Tarn für diesen Hubschrauber? Oder? Wir haben jetzt, bei dem Modell haben wir jetzt mit der Canon 7082 genommen. Mhm. Wenn man jetzt im Internet rein theoretisch danach guckt, sind die Linien alle genau so wie beim Original. Oh, jetzt wüsste ich gerne mal, wie viele Leute jetzt gerade im Internet 7082 eingeben und gucken, wie das Ding aussieht. Ja, krass, okay. So, wie kommen wir jetzt an die ganze Technik ran? Ja, ein paar viele Kabel, ja. Krass. Das ist echt brutal, ne? Mhm. Ist schon ein bisschen was drin, ne? Alleine so diese ganzen Controller so. Genau, das hier zum Beispiel. Zündsteuergerät. Genau, das Zündsteuergerät, das ist für die Abschussvorrichtung, die wir hier an den Seiten haben, für die 15 mm Signalpatronen und allem. Mhm. Die LCU, das ist einfach nur für unsere Beleuchtung, weil es die ganze Beleuchtung steuert. Am Hubschrauber dann außen. Ah, das ist auch noch alles beleuchtet, genau. Okay. Fliegt ihr auch im Dunkeln? Nee, das nicht. Einfach nur am Tage, das ist so hell, das sieht man trotzdem. Mhm. Zum Beispiel hier für die, dann haben wir oben drauf noch eine. Könntest du die aber auch im Dunkeln fliegen oder meinst du, du würdest den Hubschrauber dann so schlecht sehen, dass es wieder schwierig wird? Sieht man zu schlecht, ja. Okay. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber... Aber du hast nicht so, wie man es so aus dem PC-Spiel oder so kennt, hier irgendwelche Sensoren drin, die dir anzeigen, wie der Hubschrauber gerade links, rechts steht oder so? Das hat man sowas nicht. Sowas kann man nachrüsten, das zeigt dann nicht der Sender, das kann man dann auf einem anderen Bildschirm anzeigen lassen, okay. Also ist wirklich rein nach, du fliegst rein nach Sicht. Rein nach Sicht, genau. Mhm. Viele sagen, dass Manntragende zum Beispiel einfacher zu fliegen sind, weil da merkst du sofort, was der Hubschrauber unterm Arsch macht. Mhm. Das hast du hier halt nicht, du musst erst warten, bis der Wind zum Beispiel eingreift, dann kannst du erst gegensteuern. Bist du in echt schon mal Hubschrauber geflogen? Mitgeflogen, ja, aber selbst noch nicht. Okay. Meinst du könntest ja selber fliegen? Keine Ahnung, ich setze da. Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so einfach, einen Hubschrauber zu finden, wo Robin sich einfach mal reinsetzen kann zu fliegen, aber das wäre auf jeden Fall mal, das wäre ja fast für Wetten, das damals reif gewesen, so, ne? Das stimmt, ja. Reinsetzen, losfliegen. Ja, okay, so, cool. Hier sehen wir auf jeden Fall riesige Turbine und auch relativ große Kraftstofftanks hier, so, ne? Genau, da haben wir jetzt, der Tank, der geht einmal komplett unter der Turbine lang. Und da haben wir hier vorne drunter, sieht man es nur ganz leicht, hier ist noch so ein Hoppertank, der ist immer voll. Also da saugt die Turbine raus, damit da keine Luft zieht, damit sie nicht aufsteht. Also wie so ein Catch-Tank quasi, genau. Richtig. Ja. Okay, das heißt, die Turbine erzeugt theoretisch eine Drehzahl und die Drehzahl wird übertragen über den Riemen hier. Genau, hier haben wir sogar einen Doppelriemen drin, zur Sicherheit, falls einer mal reißen sollte, damit man trotzdem immer noch die Sicherheit hat zum Landen. Ah, okay. Dann haben wir hier jetzt einen Doppelriemen und hier, ja. Und wird die Turbine, ist die irgendwie wassergekühlt oder braucht die gar keine Kühlung? Die hat gar keine Kühlung. Braucht rein, das ist nur alles luftgekühlt. Alles luftgekühlt, reicht, ja. Und davon ist da auch mehr genug. Ja, hier haben wir zum Beispiel noch, das ist so gesehen das Steuergerät von der Turbine. Hier sind die ganzen Daten gespeichert, die Anlaufspannung von der Pumpe, die hier hängt und alles Mögliche, ja. Wie ist das bei sowas? Muss man das auch irgendwie alles abstimmen oder gibt es da schon so baukastenmäßig, dass man sagt, die Turbine mit dem Controller, du drückst ja auf den Knopf und das Ding läuft? Das ist eigentlich, man kann es zusammenstecken und losfliegen, aber jetzt zum Beispiel, wenn es kälter ist, dann muss die Pumpenspannung höher drehen zum Starten, damit er besser den Sprit fördert und alles. Man muss schon trotzdem am Ball bleiben, nicht einfach nur zusammenstecken und losfliegen. Wie ist das so mit Wartung von so einer Turbine? Weil ich kenne das noch so aus meinen ferngesteuerten Autoszeiten mit diesen 20 Kubik Zweitaktern. 20 Stunden. Ja, also alle 20 Stunden muss man die eigentlich ausbauen, dann zum Hersteller schicken, die nehmen das einmal auseinander, kontrollieren alles. Und also auch nicht so lange, ne?
Ich meine, klar, 20 Stunden fliegen, das ist ordentlich, sind erstmal 20 Stunden, aber die hat man dann auch, wenn man dann doch mal fliegt, schnell voll, ne? Wenn man so ein Ding startet, dann fliegt man ja nur ein paar Minuten, ne? Ja, so 10 Minuten fliegt man dann ungefähr, ja. Wie lange könnte man fliegen vom Tankel? Ja, 10-12 Minuten. Also wir haben immer so 2 Minuten Reserve eigentlich drin. Falls jetzt gerade mit dem Wind irgendwas doof ist, damit man dann trotzdem mal, sag mal, durchstarten kann, nochmal neu landen kann. Ja, viel mehr Platz ist hier dann auch nicht mehr, ne? Ja, ist alles ziemlich. Das ist schon so um die Turbine rum mit den ganzen drehenden Teilen und so hier, ist das schon. Das entspannende Hubschrauber, sag ich mal, weil er sehr schmal ist und sowas, und du musst so sehen, dass du das alles reinkriegst. Ja. Weil das ist schon. Da musst du manchmal schon ein bisschen. Vor allem ist es jetzt ja auch nicht mal so, dass man da zum Schrauben jetzt noch überall so rankommt. Nee, das ist ziemlich fummelig. Das ist teilweise schon. Ja, auch wegen der Hitze allein haben wir hinten um das Abgasrohr, es geht von hier hinten so hoch. Das männliche Abgasrohr, okay. Genau. Habe von euch zum Beispiel auch extra das Hitzeschutzband rumgewickelt, damit wir halt nicht so viel Hitze im Rumpf drin haben. Geil, da sieht man so wenig Turbine hinten. Fast aus wie ein Flugzeug. Sag mal, ob ich das eingefangen habe. Ja, eigentlich schon. 4 kW. 4 kW, ja. Immerhin. Cool. Ja, so, wie macht man da Elektrik an? Da machen wir erst einmal den Sender an. Jetzt fährt das gerade alles hoch. Jetzt ist das Modell schon aufgerufen, das hatten wir vorher schon gemacht. Jetzt hast du hier einfach so gesehen den Zündschlüssel. Gehst hier mit auf den Magneten drauf. Jedes Modell hat seine eigenen Anstelldaten, sag ich mal, sowas. Ne? Und jedes ist alles da andere einprogrammiert und jedes Modell, was er abruft, sag ich mal, sind die Daten schon komplett eingestellt. Das heißt, sie können alle hier mitfliegen. Genau. Da haben wir jedes Modell, hat einen einzelnen Speicherplatz. Das rufen wir vor dem Fliegen mal auf. Mhm. Krass. Das war jetzt, also hier sieht man jetzt hoch runter, dass die Blätter sich vom Winkel her verstellen. Genau. Das ist einfach die Pitch, damit geht der Hubschrauber halt hoch und runter, wenn die Taumelscheibe sich gleich. Ah, okay. Bewegt. Das heißt, je steiler es steht, je höher fliegt er. Genau. Würde der dann immer höher fliegen? Also musst du dann bei einer gewissen Höhe wieder zurücknehmen? Genau. Okay. Weil der würde eigentlich, wenn du jetzt die ganze Zeit voll nach oben machst, unendlich hochsteigen. Bis irgendwann halt weg ist. Ja. Oder der Flughafen anruft, dass wieder irgendwas durch lange Hang fliegt. Jumbo-Check versteckt. Und dann halt genau das gleiche hat man dann hinten. Genau. Entweder links und rechts rum. Links, rechts machen. Genau, das um die eine Achse priorisieren dann. Durch das Drehmoment würde er hinten mit dem Arsch mal wegdrehen. Mit dem Verstehe. Ach, das heißt, hält er gegen. Hält automatisch gegen. Das stellt man dann vor ein, dass der automatisch zumindest das schafft zu halten? Genau. Okay. Und ich vermute, dass es nach hinten mit einer Welle angetrieben, die da einmal so längs durchgeht? Starrantrieb. Ja, mal Starrantrieb. Dann gibt es zum Beispiel auch noch einen Riemenantrieb. Das ist dann einfach wie ein Zahnriemen, der nach hinten läuft. Den haben wir. Haben wir den jetzt richtig? Eine Flexwelle. Das ist eine Flexwelle. Die kleine Maschine hat eine Flexwelle drin. Aber hier ist richtig starr. Genau, das ist Starrantrieb. Mit Winkelgetriebe hinten drin. Der ist wieder in seinem Element, der kann spielen. Ich habe ja schon öfter erzählt, ich habe damals mit Schrauberei angefangen mit ferngesteuerten Autos mit 12. Mit Benzinmotor. Als kleiner Junge. Okay, weiter im Text. So, wenn wir hier hoch runter machen, dann. Genau, das ist ein. Wenn du den nach vorne drückst, den Steuerknüppel, dann geht die Taumelscheibe in die Richtung, das heißt, der Hubschrauber jetzt nach vorne fliegen. Ah, okay, das heißt, das Ganze stellt sich so auf. Genau, das so gesehen vor und zurück. Das sieht man besser am Rotorkopf, wenn du den jetzt so hinstellst, dann steuert er den so besser an. Ah, ja, Tatsache. Wenn du den jetzt links-rechts steuern würdest, dann muss man den wieder so hindrehen. Da spricht der Ausbilder hier. Jetzt würde er vom Rumpfverhalt nach links oder nach rechts jeweils gehen. Das heißt, der kann richtig zur Seite fliegen, theoretisch. Genau. In jede Achse, überall kann er hin eigentlich. Und die eigentliche Drehzahl von der Turbine? Die hat. Also die Turbine. Also das, oder ist das. Oder ist das die ist immer. Achso, das ist nicht so wie beim Auto mit Gas geben, dass das Ding hochdreht, sondern immer gleiche und man macht alles nur über den Winkel hier. Genau. Richtiger Crashkurs im Fliegen hier heute. Okay, verstehe. Die Turbine unten. Beim nächsten Mal fliegst du selber. Das ging mal. Ja, kaputt. Und die Hauptdrehzahl von der Turbine an sich,
Ist so um die 35.000 Umdrehungen. Wow. Nee? Klar. Vater-Sohn jetzt, Diskussion hier. 35 hat die. Ja, guck, aber man sieht hier unten immerhin, wo man gerade steht. Genau, das ist die Pitch-Position, halt wegen hoch und runter. Und wenn man jetzt hier den zum Beispiel in der Mitte macht, das ist jetzt gerade, wo die Turbine im Zündmodus ist, jetzt steht 50%. Wenn wir den jetzt nach oben legen würden, dann würde sie starten. Die Leerlaufdrehzahl hast du ungefähr 33.000 und bei Volllast hast du ungefähr 95. 95? Oder 95.000. Krass. Mhm. Mhm. Cool. Heftig. Und über die Schalter kannst du dann hier auch schießen und so weiter. Genau, hier zum Beispiel habe ich das MG drauf. Das können wir jetzt so nicht gerade machen. Wenn es leer läuft, das ist nicht gut. Da geht der Zapfen kaputt. Ja, genau. Ja. Der das an. Okay, das heißt, du musst zeitgleich wirklich hier und da auch noch. Ja. Mit dem Daumen bin ich eigentlich immer hier drauf. Mhm. Und mit den Zeigefingern steuere ich die ganzen Schalter. Kann man ungefähr sagen, wie viele Flugstunden du schon hinter dir hast? Mit dem Sender jetzt kann man hier so sehen. Der resettet sich bei 100 immer, ich schätze jetzt mal 174 Stunden ungefähr. Mit dem Sender nur. Und wie lange hast du den schon? Drei Jahre. Zeit. Was ist Zeit? Aber ja, die ein paar Stunden. Ne? 100 die Einstellzeit, die geht ja auch mit drauf alles. Jetzt läuft ja, klar. Die Zeit auch gerade schon. Nee, aber das ist ja schon auf jeden Fall mehr als nur mal eine Viertelstunde pro Woche fliegen, so ungefähr. Ne? Da fliegt es ja tatsächlich schon ein bisschen. Ja, im Sommer ist es halt immer mehr als im Winter. Weil bei den kalten Tagen macht es halt keinen Spaß rauszufliegen. Ja, klar. Oder Sender. Krass. Okay, cool. Also ich finde es extrem geil, was ihr hier so macht. Ich wollte das auf jeden Fall einfach mal zeigen, weil es gibt bestimmt ganz viele unter euch, die auch so einen heimlichen Bastelkeller haben, wobei es ist ja eigentlich schon kein Basteln mehr, es ist ja schon richtig, ich sag mal, eine Berufung mehr oder weniger, ne? So würde ich es jetzt mal eher formulieren, ne? Weil nach Basteln sieht das ja definitiv nicht mehr aus. Eine Frage noch, was für ein Sprit ist da drin? Das Kerosin. Kerosin, okay. Auf dem Flughafen ab. Fahren wir zum Flughafen mit 20 Liter Kanistern, holen den ab. Mhm. Dann packen wir den hier hin. Mhm. Okay. Krass. Also ich freue mich auf jeden Fall aufs Fliegen. Und das allerletzte Highlight wäre natürlich, wenn wir jetzt so eine Turbine nochmal anreißen könnten hier. Das kriegen wir hin. Geht das hier drin? Das kriegen wir hin, ja. Ist das laut? Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen. Ja, doch, ich habe noch eine andere Frage. Wenn wir die jetzt anmachen, fangen dann sofort die Blätter mit an zu drehen oder ist da eine Kupplung zwischen? Da ist eine Kupplung zwischen. Okay. Mhm. Wollte schon sagen, weil dann ist das ja hier... Wenn du möchtest, kannst du die sogar starten. Nö, mach du mal lieber. Ich will nichts kaputt machen. Da passiert eigentlich nichts. Ich mach das dann erst beim Fliegen. Jetzt zündet sie. Jetzt lege ich den nochmal nach oben. Jetzt geht auch die Beleuchtung gerade an. Benzinpumpe ist auf jeden Fall süß hier. Mit Filter, ne? Jetzt sieht man hier, dass wir den Kraftstoff reinpumpen. Ach, die fährt richtig so wie eine echte Turbine so richtig hoch, ne? René, hält sich schon die Ohren zu? Ein Ohr. Nicht wie beim Grillen hier. Mal ganz kurz nebelig hier drin. Ein bisschen, ja. Mhm. Und jetzt kühlt sie halt nochmal nach. Weil jetzt hatten wir eben gerade bestimmt um die 500-600 Grad hier drin. Okay, und dann, das war gerade hochfahren und dann könnte es auch direkt loslegen. Dann würde ich den Schalter wieder nach oben legen, dann würde der die Drehzahl noch erhöhen, dann würde die Kupplung eingreifen, dann würde der Motor anfangen, nicht zu drehen. Warte, kommt die Positionsplanung und die Leuchten sind scharf drauf. Okay. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Ihr habt erstmal ein bisschen Technik gesehen. Ich freue mich drauf, wenn wir das Ding im nächsten Video fliegen. Das kriegen wir. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin begeistert und freue mich aufs Fliegen. Ciao. Ciao.